So, meine lieben Freunde der Seichenunterhaltung, der Raven Knight meldet sich mit Let's Play Breath of Fire 2 zurück. Letztes Mal sind wir in den Körper von Valerie, der Mutter von Rafe, eingedrungen und erleben wohl gerade, wie sie in die Welt der Menschen kam. Wollen wir mal schauen, wie sie das Ganze endete. Also sie sagte letztes Mal, dass die Atmosphäre in dieser Kirche sehr göttlich war, als sie die St. Eva-Kirche betrat. Mal schauen. Aha, das ist doch Ghana. Ja, er muss ja der Vater sozusagen sein. Willkommen zur St. Eva-Kirche. Hä? Ich, Die Drachenträne verriet mir, warum er so nervös geworden ist. Dieser Mann hat sich in mich verliebt. Eine Frau von einem anderen Clan. Mit einem Augenblick. Ding, ding. Also wird er rot anscheinend. Aber dies überraschte mich nicht. Der Grund war, weil ich mich auch in ihn verliebt habe. Zumal, und das noch in aller, mit dem ersten Blick. Liebe auf dem ersten Blick, dass es sowas auch in einem Let's Play gibt. Volk von Dologani, könnt ihr meine Stimme hören? Die Welt hier oben ist ziemlich ruhig und friedlich. Ich habe immer noch nichts entdecken können, was Stärke zum Dämonen schickt. Aber... Aha, da kommt jetzt auch Ghana dazu. Da bist du ja. Ja. Ich bete zum Drachengott. Das ist ein Problem. Was werden Leute von der Ehefrau eines St. Eva-Kirchenprediger denken, die an den Drachengott glaubt? Hahaha. Ich mach nur Spaß. Ich werde auch zum Drachengott beten, um uns nochmal zu segnen mit einem gesunden Kind. St. Evas Gott, der Drachengott. Sie sind beide Götter. Du trägst ein Baby vor dir rum. Also beweg dich nicht so viel. Also ist sie schwanger. Okay, jetzt wissen wir auch Bescheid. Valerie ist schwanger. Okay. Gut, ich bewege mich nicht viel. Man sieht davon nichts, dass sie schwanger ist. Aber mich stört das auch nicht. Mal schauen, ob ich jetzt, weil ich mich ja wieder bewegen kann, ob ich jetzt nach hinten durchgehen kann Richtung, wie soll ich sagen? Nee, jetzt steht ein kleines Kind im Weg. Manchmal höre ich leicht grunzende Stimmen von da drüben. Ist es meine Einbildung? Ja, ich kann mir schon denken, was das ist. Irgendwas, was vom Dämon nach oben dringen will. Valerie hat sich in diesem Dorf wunderbar angepasst. Als erstes dachte ich, sie wäre ein bisschen merkwürdig wegen ihrer Flügel. Ja, kannst du mal sehen, wie du dich getäuscht hast, du Fregel. Ja, gehen wir mal wieder in die Kirche rein. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Okay, hier ist die Toilette, da wollen wir ja nicht hin. Wollen wir mal schauen, ob wir uns hier schlafen legen können, an diesem Ort? Nee, können wir nicht. Gehen wir mal nach oben. Mal schauen. Mal schauen, vielleicht ist hier oben irgendwas. Moment mal. Das ist doch Rafe. Erinnert ihr euch? Das ist doch Rafe. Oh, Mama. Wie lange muss ich auf meinen kleinen Bruder warten? Bing. Hast du dich bereits entschieden, dass es ein kleiner Bruder wird? Ja. Ich werde sein Chef sein. Oh, oh, ja, okay, ich glaube, das klappt nicht. Was wäre es denn, wenn es eine kleine Schwester wäre, Rafe? Was? Schwester? Ich werde dann nicht ihr Chef sein. Bitte beschütze sie, Rafe. Ich liebe dich, Mama. Okay, also jetzt wissen wir schon mal, dass Rafe zu dem Zeitpunkt schon mal gelebt hat. Ich kann mir schon denken, wer das andere Kind ist. Oh, da kommt auch Ghana schon. Valerie! Lass uns als nächstes zu St. Eva beten. Okay. Hey, Rafe! Es ist Zeit zu beten. Okay, Rafe kommt auch runter. Das ist auch das erste Mal, dass ich Rafe reden höre. Beziehungsweise in diesem Spiel reden sehe. St. Evas Gott und seine Kinder. Aha, jetzt wird alles schwarz-weiß.
Ich hatte schlechte Gefühle wegen Garner. Aber ich war nicht interessiert in den Glauben von St. Eva. Die Tatsache, dass ich immer an den Drachengott geglaubt habe, war nicht der einzige Grund. Mein Instinkt als Drachensjungfrau in den Diensten eines Drachengotts sagte mir, dass irgendwas mit St. Eva nicht stimmt. Die Zeit verging immer mehr, ohne dass ich etwas herausfinden konnte über den Dämon. Während dieser Zeit wurde ich Mutter von 2 Kindern und begann, die über den schrecklichen Dämon mich zu informieren, der im Untergrund wächst. Aber was war das denn jetzt? Wow, Epic. Ich frag mich, was hier passiert. Es ist so laut draußen. Ich werde Ausschau halten. Ey, gehst du wohl nicht alleine jetzt. Ah! Was? Was passiert hier? Oh. Erstmal nach oben gehen. Gucken, ob die Kinder in Ordnung sind. Ja, beide Kinder sind da. Mama, was ist passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Wow, immer mehr Erdbeben. Mama? Rafe, pass auf Yua für mich auf. Aha, das ist also Yua, habe ich mir gedacht. Kuh. Oh, was süß. Okay, wir wissen ja, dass Yua die Kleine war, die immer weggerannt ist. Und jetzt macht alles auch so ein bisschen den Zusammenhang, alles einen Sinn. So, oh, das ist doch so ein Dämon. Das Dorf wurde von Dämonen angegriffen. Und der Dämon tauchte von der Welt im Untergrund auf. Haut ab, ihr Dämonen! Aha. Ja, das war der Blitzzauber, den er gegen uns verwendet hat. Da kommt noch so ein Viech. Die sind zu viele. Wo kamen diese Dämonen bloß her? Sei vorsichtig, Valerie. Bleib im Haus. Nö. Geh dann vorbei. Mal gucken, was er hier sagt. Oh nein. Wer hätte gedacht, dass die Dämonen in diesem Dorf auftauchen würden? Sie kommen von den hinteren Bergen. Ja. Die hinteren Berge, habe ich mir schon gedacht. Ich hoffe, ich komme da auch jetzt hin. Ah, noch ein Dämon. Noch einer. Ich hoffe, wir kommen da ohne Probleme vorbei. Jawohl. Die sind auch gleich da. So, also hier dürften ja auch keine auftauchen. Zum Glück hat mich jetzt keiner von denen irgendwie in einen Kampf verwickelt, weil ich glaube, dass Valerie nicht gerade stark ist. Oder nicht stark wäre. So. Noch so ein Dämon. Ja, da ist das Tor des Siegels ist aber noch da. Wie ich es mir dachte, ist das Siegel geschwächt worden. Und die Dämonen kamen durch dieses Loch. Death Evan und im Untergrund hat Stärke erhalten und sendet seine Dämonen in die Welt nach oben. Wenn etwas noch nicht getan ist, wird eventuell noch ein noch größerer Dämon auftauchen. Und Death Evan wird's Auftauchen in der Welt wird möglich. Ich entschied mich, die Stärke des Siegels der Tore zu erweitern, weil ich mit dem einzigen Weg, den ich kannte. Auf Wiedersehen, Garner. Was sie tun wird, finden wir im nächsten Video raus. Schalte wieder ein, wenn es heißt Let's Play Breath of Fire 2, Sprach der Raven, nimmermehr.